Und weil wir Glück haben, ist der Thorsten noch in der Leitung. Thorsten. Ich bin noch da. Hast du schon mal bei Twitter geguckt, wer so coole Tweets absetzt? Tatsächlich, ich nutze ja kein Twitter, ich habe keinen Account und gucke es auch nicht regelmäßig an. Aber heute Morgen habe ich mal kurz reingeguckt, weil ich auch wissen wollte, wie ihr die selektiert für die Gewinnspiele. Also ich habe tatsächlich mal reingeguckt, nur ausnahmsweise heute. Ja, siehst du, dann ist doch meine Frage schon positiv beantwortet. Total willkürlich ist natürlich die Antwort. Deswegen gibt es ja den Rechtsweg auch nicht. Wobei auch, ich hätte schon, hat dann jemand gesagt, ja, aber ihr müsst da irgendwie mit Zufall und dann mit die Münze und so. Und naja, also wenn jetzt jemand das einklagen will, dann schicken wir dem einfach noch einen Kalender und ein Buch. Jetzt also, bringst du die Leute auf Ideen. Ach, wieso? Die sollen mal mit einem Rechtsanwalt um die Ecke kommen und sagen, nee, stimmt, hast recht, du hättest ein Gewinner sein müssen. Und dann? Ja. Das, haben wir direkt ein Thema fürs nächste Jahr. Ja, sehr gut. Du hast dich umgezogen, Thorsten, ne? Ja, ich habe mir jetzt das Love Agile Shirt aus dem letzten Jahr von der Tools angezogen, um ein bisschen Action hier reinzubringen. Hier, guck mal, du bist noch voll in Style. Da, warte. Aber es sieht jetzt aus dem letzten Jahr. Ich muss mal gucken, kann ich das hier? Da. Ja, ja, super, du machst das super. Ja. Das ist gar nicht so einfach, wenn du sozusagen in die... Okay, however. Wir wollen über... eigentlich ist das Thema das Gleiche. Also hier steht Interview, Büroführung und Führung durch unser Büro für Unternehmen. Was ist daran besonders? Warum bezahlen uns Unternehmen dafür? Ja. Ich hatte vorhin dem Ali schon gesagt, dass ich mich immer wie ein Honigkuchenpferd freue, dass die Leute Geld für eine Büroführung zahlen. Aber das scheint eine ziemlich angesagte und gefragte Veranstaltung zu sein. Erzähl mal, warum? Genau, warum ist das eine angefragte Geschichte? Weil viele in dieser agilen Transformation sind und natürlich von Unternehmen lernen wollen, die das schon jahrelang machen. Das sollte das eigentlich schon beantworten. Es hat sich rumgesprochen hier in der Region oder in der Community, dass wir da schon sehr lange sehr aktiv sind und ganz viel ausprobiert haben. Und alle, die natürlich hier unterwegs sind, wissen, allein durch Ausprobieren in Teams über längere Zeit lernt man, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Jan Sartorf wird jetzt direkt hier wieder so ein Buzzword reinwerfen, Inspect and Adapt. Ja, und das machen wir halt seit Jahren, was diese Prozesse angeht. Und da wollen halt Unternehmen einfach mal hören, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr eure Büroräume umgestellt? Habt ihr wirklich Boards da stehen gehabt? Wie habt ihr die Mitarbeiter dazu bekommen, dass sich das im Unternehmen ausbreitet? Da hätte ich so eine kleine Anfangsgeschichte, wenn ich dazu was sagen soll. Ja, mach mal. Also damals, ich war ja auch einer der Skeptiker, da waren wir noch im Rheingau-Palais in der Söhnlerstraße und dann ging es los, dass ein Team sich rund um Paul und Jo gebildet haben und haben dann da irgendwas mit Scrum und Kanban, irgend sowas gemacht und die haben da so einen Board in der Ecke stehen gehabt, wo sie jeden Morgen um 9 Uhr standen im Halbkreis, haben geredet und geredet, nachmittags haben sie noch irgendein Meeting gehabt. Und meiner Meinung nach war der entscheidende Punkt, und das ist total interessant für die Unternehmen, dass wir im Kleinen begonnen haben, das habe ich gestern auch schon in irgendwelchen Talks hier gehört, im Kleinen begonnen haben in einem Team und haben dort auch die richtigen Leute drin gehabt, die darauf Bock hatten, die dann beim Mittagessen den anderen, wie mir, den Skeptikern erzählt haben, warum das gut ist und warum das toll ist und auch völlig offen gelassen haben, du musst das selbst ausprobieren, damit dein Aha-Moment kommt. Und da habe ich mit dem Paul schon sehr oft über meinen persönlichen Aha-Moment gesprochen, dass ich vor dem Board stand. Das war typischerweise links in der Spalte, was gibt's zu tun, die To-Do-Spalte, die war vollgeknallt und im Laufe der nächsten 2 Wochen sind alle Zettel nach rechts gewandert und ich stand vor dem Board und dachte so, boah, wie sollen wir das schaffen? Und 2 Wochen später dachte ich, boah, sind wir geil, dass wir das geschafft haben, dass wir auch was Greifbares haben. Der blöde Moment war dann, dass der Paul alle Zettel weggenommen hat aus der Done-Spalte und hat alles wieder vollgeknallt mit der To-Do-Spalte und es ging wieder von vorne los. Also der Cycle hat sich wiederholt, es war so ein bisschen schade. Aber das war so der persönliche Aha-Moment und das wollen die Unternehmen oft hören. Wie kriegst du die Mitarbeiter dazu, dass man denen zeigt, guck mal, ihr realisiert jetzt noch nicht, dass wir das alles schaffen können und dass wir das als Team schaffen. Das machen wir, indem wir einen Stand-Up machen, das machen
wir, damit wir eine Retro machen und im Nachgang darüber reden, was lief gut, was lief nicht, dass ihr als Team entscheiden dürft, wie ihr das macht, was nutzt ihr von Scrum, und das erzählen wir den Leuten auf der Führung und zeigen denen das gleichzeitig vor Ort in den Büros. Wir zeigen denen die Setups mit Fernseher, wo wir bei uns im Marketing-Team einen Kollegen, der dauerhaft in Potsdam wohnt, wie wir den dazuschalten, ob nur zum Stand-up oder auch mal den halben Tag über, wenn wir da uns abstimmen wollen. Und das wollen die Leute sehen. Wie funktioniert das wirklich in einem Unternehmen? Das ist aber jetzt ein Teil, den du gerade ansprichst, da das Arbeiten bei Cybert Media ausmacht. Etwas, wofür wir auch viel positives Feedback bekommen haben, sind ja unsere Räumlichkeiten an sich. Also wie unser Büro gestaltet ist. Und der, wir haben der war ja zwischenzeitlich schon mal weg. Okay. Mach du mal weiter her. Ich weiß nicht, ob du in diesem Agile Org Story Team mit involviert bist, Thorsten, aber wir haben ja bald ein neues Sitzplatzkonzept mit den Team-WGs. Als ich das mal gehört habe, habe ich mir gedacht, wow, ist das eine coole Idee? Seitdem erzähle ich sehr vielen anderen Externen davon. Kannst du einfach mal kurz etwas dazu sagen? Weil ich finde die Idee ziemlich geil. Also ich bin nicht in dem Team drin, aber ich verfolge das sehr stark, weil ich ein großes Interesse daran habe. Ich muss es dann ja dann, oder ich möchte es ja dann irgendwann auch mal erzählen, warum und wieso. Die Idee ist, dass wir haben im Moment Probleme, zum Beispiel, was die Meetingräume angeht. Die sind einfach rar, weil die Fläche von Teambüros belegt wird. Und jetzt gibt es die Idee, dass man auch fachlich passend zueinander Büroeinheiten hat aus 3-4 Büros, wo dann Teams auch sitzen, flexibel sitzen und dann noch ein gemeinsamer Meetingraum zum Beispiel oder einen Coworking-Bereich. Also so wirklich abgetrennte Bereiche, wo man sich wie in der WG fühlt. Also in der WG ist ja typisch, jeder hat sein WG-Zimmer und dann gibt es Gemeinschaftsräume. Und das finde ich total spannend und das ist so die Idee, die wir haben, weil wir ja auch teamübergreifend arbeiten wollen. Da arbeitet dann ein Produktteam zusammen mit dem Marketing, also sollten die auch irgendwie nah beieinander sein. Oder die verschiedenen Vertriebsteams, die wir haben, die sollten auch zusammen sein und die teilen sich weitere Räumlichkeiten, auch einen Teeküchenbereich, wo man dann auch mal in ein Gespräch reinkommt und auf dem kurzen Dienstweg, um das so ein bisschen konservativer auszudrücken, Dinge besprechen kann und das funktioniert halt einfach in so einem WG-Modus hoffentlich super, weil wir einfach uns mal treffen können. Wir gehen beide aus unserem Büro raus, stehen direkt an der Teeküche, trinken Kaffee oder gehen in den Coworking-Bereich oder gehen schnell in den Meet zusammen. Das ist die Zukunft bei uns. Wir waren eh sehr offen in den letzten Jahren, was die Räumlichkeiten angeht. Großraumbüro ist meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben, aber wir waren alle schon sehr nah. Und jetzt mit dem neuen Konzept wollen wir einfach das anwenden, was wir selbst schon gelernt haben und was wir aus anderen Unternehmen erfahren haben. Also wir haben uns ja auch beraten lassen, was die Profis sagen, wie man das machen sollte. Und da ist eine gute Kombination entstanden. Ja, ist cool. Also was wir uns ja auch davon versprechen, also ein positiver Nebeneffekt ist, dass auch die Auslastung unserer Meetingräume dann abnimmt, weil dadurch, dass wir halt eine Teamcouch haben oder jetzt einfach in der Küche einfach mal kurz sprechen können, fallen diese ganzen informellen Meetings raus aus diesen Meetingräumen. Weil heute ist es ja so, dass wenn ich nur mal kurz etwas mit dir besprechen möchte, irgendwas mit der Tools for Agile Teams Website, gehen wir mal ganz schnell in einen Meetingraum, um halt die anderen, die am Arbeitsplatz sind, nicht zu stören. Und obwohl es ja eigentlich kein richtig formelles Meeting ist, sondern wir müssen nur was kurz abstimmen. Und die Zukunft wäre ja dann einfach, dass wir uns kurz auf die Couch setzen und darüber sprechen, während im Hintergrund jemand noch einen Kaffee trinkt. Ja, und das passt natürlich auch zu unseren ganzen Soft-Sachen, die wir so anbieten. Eine Couch hast du jetzt gerade erwähnt. Jetzt wird hoffentlich der ein oder andere Zuschauer, Zuschauerin sagen, wie eine Couch im Büro, was soll denn das? Tatsächlich, wenn man mal durch unsere Büroräume läuft, dann sieht man so Wohlfühlecken. Also wir haben tatsächlich viele Couches, keine Ahnung, Mehrzahl, viele Couchen, wo die Leute einfach sagen, oh, ich will jetzt mal von dem normalen Bürostuhl weg, sondern ich will, wie ihr beiden mit euren Sesseln da, ich will mich da mal ein bisschen bequemer da hinsetzen. Das gehört bei uns auch einfach dazu, dass wir den Unternehmen, die diese Büroführung machen, zeigen, guck mal, wenn ihr die Büros ein bisschen wohnlicher gestaltet, dann ist es ein ganz anderes Arbeiten, ja, dass man sagt, okay, ich habe jetzt so dieses Sesselgefühl und kann die Arme schön da drauflehnen und habe den Laptop auf dem Schoß sitzen. Zumindest unsere Branche ist es ja eher so gewöhnt, dass man ein Umfeld hat, was einigermaßen netter ist und dann macht das Arbeiten noch viel mehr Spaß. Dann fühlt sich das gar nicht mehr wie Arbeiten an, könnte man jetzt auch übertreiben. Etwas, was ich ja auch cool fand,
hat jetzt eher mit der Homeoffice-Situation zu tun. Ist, als wir alle in unser Homeoffice gegangen sind, wurde auch gefragt, was wir noch an weiterer Arbeitsplatzausstattung benötigen. Hier im Büro haben wir alle standardisierte Arbeitsplätze. Heißt, ich kann mich hier einfach mit meinem Laptop überall hinsetzen, muss einfach nur ein Kabel anschließen und dann habe ich meine Monitore, die Tastaturen und so weiter. Alles ist da bereit. Als wir jetzt in unser Homeoffice mussten, durften wir uns jetzt auch zum Beispiel Sitzbälle und so weiter mitnehmen. Das fand ich jetzt auch ziemlich cool. Und das finde ich auch dahingehend interessant, dass man auch hier, obwohl wir standardisierte Arbeitsplätze haben, auch auf individuelle Bedürfnisse eingehen kann. Gab's einen Tweet gestern sogar? Hat jemand gelobt, dass man einfach alles mitnehmen konnte? Aber und das nicht ist nominiert für unser Gewinnspiel, oder? Ich kann nicht so viele Kandidaten nominieren wie der Lotte. Okay. Aber zu dem Thema Büroführung, warum zahlen die Leute das? Und genau das sind auch so Punkte, die dann erkennen, oh, guck mal, die haben ja entweder einheitliche Stühle, aber der hat seinen eigenen Zockersessel mitgebracht, weil er gesagt hat, daran kann er gut sitzen und arbeiten. Das sind so ganz viele Klitzekleinigkeiten, also die Büroführung für andere Unternehmen, die nehmen ganz viele winzige Dinge mit, wo sie sagen, oh, das sind Stellschrauben, die können wir mal ausprobieren, ohne dass wir gleich das ganze Unternehmen umkrempeln. Das wäre so auch mein Fall. Ich glaube sowieso, dass sehr, sehr viele Leute unterschätzen, wie wichtig das individuelle und inkrementelle Lernen ist. Also wie klein eigentlich die Schritte sind. Mir fiel zum Beispiel jetzt auf der Toilette was ein, was uns hier, was, also wenn du das hörst, ich habe häufig mit der Inga so Diskussionen, wo die sagt, wenn vorher mal jemand darüber nachdenken würde, dann würden wir nicht so eine Scheiße bauen. Ja? Und so eine Sache, ich erzähl dir mal eine Innovationsidee, die ich habe für uns beide. Okay. Also der Adel und ich sind ja jetzt gestern von 16 Uhr bis abends um 20.30 Uhr quasi vollkommen durchgetaktet. Also man könnte sagen 4,5 Stunden ohne Unterbrechung und heute eigentlich von 9 bis 18 Uhr, also 9 Stunden. Mhm. Gibt keine halbe Stunde oder sowas, wo wir, also klar, ich meine, wenn jemand eine Keynote hält, aber zum Beispiel beim Dave Snowden vorhin, da war nicht klar, ob der Paul die Diskussion machen kann. Also haben wir weiter zugehört, damit wir Fragen stellen können. Mhm. Und was ich überlegt habe, ist, jedes normale Unternehmen, das sowas plant, das so ein bisschen Ahnung hat, die würde einfach die Moderatoren einteilen und sagen, so Adil, du machst von 9 bis 12, Martin, du machst von 12 bis 15 und dann kommt der Paul noch und der macht von 15 bis 18 Uhr. Also wenn man das so darüber nachdenkt, das ist jetzt keine besonders großartige Idee, aber wir zwei Idioten sitzen halt zu zweit hier 9 Stunden ja, und machen rum. Und diese Kleinigkeiten, also ich glaube zum einen, also wenn die, ich weiß, Thorsten, ich klaue dir deinen Slot gerade. Ich wollte mich verabschieden, damit der nächste Talk drankommen kann, damit wir die Zeit ein bisschen aufholen. Stefanie Buchert ist nämlich auch schon da. Ah, okay. Okay, gut. Sehr gut. Okay, Thorsten, dann, danke dir. Erzähl doch mal deine letzte Anekdote über inkrementelles Lernen. Aber nur, das sind 20 Sekunden, weil ich so lange geredet habe. Inkrementelles Lernen. Also wir haben tatsächlich, die Board-Historie finde ich am spannendsten, dass wir mit dem Board ganz, ganz billig angefangen haben, Zettel irgendwie an die Wand geklebt, ein Board hingehängt haben, irgendwann ein digitales Board auf dem Screen gehabt haben und jetzt haben wir alles digital nur noch zu Hause. Das ist so das inkrementelle Lernen, wie wir Stück für Stück besser geworden sind. Und funktioniert offensichtlich. Ja. Alles klar. Thorsten, vielen Dank für deine Zeit.